Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Kaffee mit Sashi. Das ist mein Kaffee für das heutige Video. Ich bin euer Sashi und es freut mich wie immer, Leute, dass ihr eingeschaltet habt. Und heute kümmern wir uns mal um das Liebesleben von James Bond. Ich habe mir mal so meine Gedanken gemacht. James Bond ist ja nun der Actionheld auf der Leinwand im Kino- und Filmbereich, der, glaube ich, am meisten Frauen in seine Arme und schließlich dann in sein Bett gezogen hat, ja. Und es ist fast unfassbar, was dieser Mann für einen Schlag bei den Frauen weg hat. Ich meine, der muss nur einmal mit den Äuglein klimpern und im Smoking vor einer weiblichen Person stehen und schon gibt es einen dezenten Schwenk mit der Kamera und wir befinden uns in irgendeinem Schlafzimmer, in irgendeinem Hotel und Bond knutscht dann da im Bett mit der angebeteten Frau herum. Beglückt sie und sie beglückt ihn. Tatsächlich sind das allerdings nur immer recht flüchtige, schnelle sexuelle Abenteuer, bei denen ich denke, James Bond hat halt seinen Spaß, aber er ist nie verliebt und er ist nie großartig fallen in love again. Ja, also man muss dazu sagen, James Bond ist natürlich ein knallharter Agent, der immer inmitten von irgendwelchen gefährlichen Aufträgen steckt und deswegen hat er natürlich auch nicht die große Zeit, in Liebe zu fallen sozusagen, sich zu verlieben intensiv, weil er meist mit den Damen auch gar nicht viel Zeit verbringt. Und für so ein schnelles Bettabenteuer ist er natürlich immer zu haben. Die ganzen Bettarien und sexuellen Ausschweifungen bei James Bond haben unter einer Federführung von Roger Moore als James Bond tatsächlich fast comicartige Auswüchse erhalten, denn tatsächlich ist es so, dass Roger Moore, glaube ich, in jedem Film mindestens 3 Damen in seine Arme und sein Bett gezogen hat, ohne sich jemals ernsthaft zu verlieben oder wirklich in Liebe zu sein, mit tiefstem Herzen, aus tiefstem Herzen und daraus seine Konsequenzen zu ziehen. Trotz dessen kommt es immer mal wieder vor in der Laufbahn von James Bond, dass da eine Frau ist, bei der man das Gefühl hat, da empfindet Bond mehr. Er ist irgendwie verliebt und das Ganze kommt gut rüber. Das Ganze wurde gut von den Drehbuchautoren geschrieben. Das Ganze wurde gut von einem Regisseur inszeniert, dass man immer wieder das Gefühl hat, Mensch, hier ist es so, dass James Bond tatsächlich scheinbar ein bisschen verliebt ist oder sogar richtig aus tiefstem Herzen liebt. Und genau dem bin ich auf den Grund gegangen, bin gedanklich alle Bond-Filme durchgegangen und habe für mich 7 Damen rausgefunden in der gesamten Bond-Ära von Dr. No bis zum letzten Bond-Film Keine Zeit zu sterben, in die Bond zumindest verliebt war und eine Romanze durchschimmert im ganzen Film oder mit denen er richtig tief in Liebe war. Und die gehen wir jetzt mal durch. Ich gebe meinen Senf dazu ab und am Ende bin ich gespannt auf eure Meinung. Hier unten in den Kommentaren seht ihr es ähnlich. Habt ihr vielleicht, vermisst ihr eine Bond-Lady, ein Bond-Girl, bei dem ihr das Gefühl habt, Mensch, da war James Bond auch richtig knallhart verliebt irgendwie. Und wir fangen sofort an, Leute. Prost, schön, dass ihr da seid. Und auf dem 7. Platz sozusagen der Damen, wo ich denke, Bond war oder ist in sie verliebt, tummelt sich eine Dame, die man in dem Film leider nur sehr, sehr sträflich behandelt. Und auf Platz 7 ist vielleicht eine Dame, die nicht viele von euch auf dem Schirm haben. Paris Carver, gespielt von Terry Hatcher in Der Morgen stirbt nie von 1997, Pierce Brosnans zweiter Bond-Film. Und natürlich ist es so, dass es ein unglaublich hektischer Bond-Film ist, der keine Zeit hat, irgendwelche Charaktere zu vertiefen oder weiterzuentwickeln. Tatsächlich sind sämtliche Charaktere in dem Film nur Stereotypen. Bond ist Bond, die Bond-Lady ist halt da. Und der Bösewicht ist ein typischer Bond-Bösewicht. Ohne viele Schattenseiten, Sonnenseiten, Abstufungen, Grauzonen. Es ist wirklich Stereotypen in diesem Film. Ob das die Action-Szenen sind, die Charaktere. Alles ist Stereotyp in dem Film. Der Morgen stirbt nie. Einschließlich Paris Carver, die Ehefrau des Bösewichts Elliot Carver, mit der Bond früher mal eine Affäre hatte. Sprich, vor diesem Film, ja, das wird uns praktisch als Zuschauer erzählt, während M Bond seinen Auftrag gibt mit Moneypenny in diesem Auto und dann heißt es, James, sie hatten doch mal eine Affäre mit Paris Carver vor ihrer Zeit mit Elliot Carver, nutzen sie sie doch einfach mal aus, um ein paar Informationen aus ihr herauszuquetschen. Ja, und das tut Bond dann auch. Die beiden treffen sich auf einer Party in Hamburg wieder und das Erste, was Bond bekommt, ist eine Ohrfeige und keine herzliche Umarmung. Und doch ist es so, dass ich glaube,
Bond und sie waren tatsächlich mal stark ineinander verliebt. Zumindest klingt das aus den Dialogen raus, ja, die sich Bond und Paris Carver um die Ohren hauen, vor allen Dingen später in der Szene, als Paris Carver Bond aufsucht in seinem Hotelzimmer und sie dann natürlich wieder im Bett landen und sie sich langsam ihn annähert, irgendwie eins nach dem anderen ablegt. Zuerst ist es die Tasche, dann ist es das Kleid, dann steht sie nur noch in halterlosen sexy Strümpfen da vor ihm mit Slip bekleidet. Aber da ist es dann tatsächlich so, dass das ein wirklich emotionaler Moment sein hätte können, wenn man die Charaktere wirklich gut ausgearbeitet hätte in dem Film. Das hat man leider nicht. Aber der ganze Dialog von Paris Carver von wegen, James, was ist damals passiert? Bin ich dir zu nahe gekommen? Und dann gibt es einen Schwenk auf Pierce Brosnans Gesicht, der so mit bebendem Kinn und bebendem Mund da steht und so leicht nickt, dann knutschen sie sich und es kommt leidenschaftliche Musik dazu von David Arnold, dem Komponisten. Also wirklich großartig und ich glaube, diese Frau Bond hat sie zumindest früher vor seinem Auftrag, als Paris noch nicht mit Elliot zusammen war, wirklich geliebt. Ja, und das merkt man einfach in dieser Hotelszene auch. Leider macht der Film, was das angeht, alles falsch. Aber durch die Bank weg alles falsch, ja. Er beleuchtet diese Vergangenheit der beiden Bond und Paris Carver nicht weiter. Ja, das wird nur immer wieder am Rande erwähnt. Da war wohl mal irgendwas. Die Beziehung wird nicht irgendwie vertieft durch irgendwie tiefer gehende Szenen dahinter. Die landen dann ganz normal im Bett, so wie Bond das eigentlich mit jeder Dame irgendwie tut. Und nachher wird sie dann tatsächlich nach einer Dreiviertelstunde aus dem Film genommen, weil sie ermordet wird. Mehr kann man nicht falsch machen als Filmproduzenten, Drehbuchautoren, Regisseure, als das, was man hier mit Paris Carver in diesem Film sträflich macht, ja. Was hätte das werden können für einen Bond-Film tatsächlich emotional packend? Hätte man wirklich diese Vorgeschichte mit Bond und Paris richtig gut verpackt in diese Story hinein mit Elliot Carver und seinem ekelhaften Plan, den er da in dem Film irgendwie weiter vorantreibt, wenn man da diese Dreiecksgeschichte vielleicht noch eingebaut hätte, Elliot Carver, Paris Carver, Bond, erst Geheimniskrämerei, irgendwie die beiden haben hintenrum den ganzen Film hindurch eine Affäre, irgendwie verlieben sich wieder neu. Man hat es völlig versiebt, man hat hier, wie ich bereits sagte, ein 0815 Durchschnittsbond gedreht, wo man auf absolut sämtliche Experimente und überraschende Wendungen verzichtet hat und das gehört dazu. Trotz dessen ist Paris Carver, glaube ich, eine Frau, die Bond tatsächlich früher geliebt hat und ich glaube, wenn sie weiter gelebt hätte, dann wäre er wieder mit ihr in Liebe gefallen. Fallen in love again. Gut, kommen wir zu Platz 6 und da kommen wir zu einer Dame. Da schmerzt mir regelmäßig, was eigentlich, der Kopf, die Augen, wenn ich sie sehe. Weil ich es bis heute nicht verstehen kann, was James Bond an dieser Frau gefunden hat. Madeleine Swann, gespielt von Lea Seydoux, Inspector und Keine Zeit zu sterben. Mag es daran liegen, dass Lea Seydoux so überhaupt nicht mein Typ von Frau ist. Also wenn ich die sehe im Abendkleid, ja, dann sehe ich sie immer nur bis hier, ist dann der Schwenk höher bis in ihr Gesicht, dann sage ich, oh je, oh je. Also sie ist überhaupt nicht mein Typ Frau. Das kann natürlich jeder für sich irgendwie empfinden, wie er will. Die einen sagen, ja, sie passt für mich recht gut. Ich finde, sie ist überhaupt keine Bond-Lady, die ins Schema einer Bond-Lady irgendwie reinpasst. Aber es ist natürlich, man muss einfach attestieren, Bond und sie sind wirklich ineinander verliebt. Also die lieben sich gerade am Anfang von Keine Zeit zu sterben, da in der Pre-Title-Sequenz in Matera kommt das natürlich gut raus, dass die beiden wirklich in Liebe sind, dass die beiden zusammen sind. Bond hat ja für sie sogar seinen Job aufgegeben am Ende von Spectre. Was allerdings, wenn ich das attestiere, dass Bond sie wirklich liebt, was ich mich allerdings frage, ist, warum Spectre und auch Keine Zeit zu sterben. Naja, Keine Zeit zu sterben nicht ganz so, aber Spectre ist völlig hinten überkippen lässt, uns zu zeigen, wie die beiden jemals in Liebe gefallen sind. Also wie die beiden sich ineinander verliebt haben. Wo ist das passiert in Spectre? Ja, das wird immer nur gesagt, das wird irgendwie vorausgesetzt am Ende, als sie dann neben ihm im Aston Martin sitzt in der Schlussszene und die beiden fahren in den Sonnenuntergang hinein, aber es wird uns nie gezeigt, Inspektor, dass diese Frau und dieser Mann wirklich sich ineinander verliebt haben. Wo sind diese Szenen, die mir das zeigen sollen? Es wird immer nur vorausgesetzt.
Ab und zu mal ein Küsschen hier, mal ein Küsschen da. Eiskalte Blicke von Madeleine Swann, Lea Seydoux, aber auch von James Bond. Die beiden lächeln sich nie an, aber sind ja so stark ineinander verliebt. Also ganz ehrlich, auch das ist so eine Sache. Natürlich, Bond liebt Madeleine Swann über alles. Das wird uns ja immer wieder mit dem Holzhammer eingetrichtert. Vor allen Dingen in Keine Zeit zu sterben. Darum geht es ja. Die beiden haben ja sogar ein gemeinsames Kind in dem Film. Und Madeleine Swann ist ja zutiefst getroffen, als Bond sie am Anfang von Keine Zeit zu sterben dann auch am Bahnhof praktisch stehen lässt. Besser gesagt, sie wegfahren lässt und er bleibt stehen und haut dann ab. Aber ich als Zuschauer merke niemals, weder in Spectre, ja, in Keine Zeit zu sterben schon mehr, aber in Spectre auch in einer Sekunde, dass die beiden sich ineinander verliebt haben. Oder dass die beide sogar lieben. Was Liebe ist ja noch stärker als Verliebtsein. Verliebtsein ist ja eher so eine Schwärmerei, so eine anfängliche, ja. Verliebtsein und Liebe ist dann das, was du wirklich mit einer Person hast, wenn du sie näher kennengelernt hast und sie immer noch so akzeptierst, wie du bist. Wie du sie siehst, wie sie ist. Ja, gut. Bei Madeleine Swann und Daniel Craig hingegen fliegen niemals die Funken. Niemals fliegen irgendwie die Funken, niemals wird uns Zuschauern gezeigt, das ist jetzt die Frau, die Bond über alles liebt, aus welchen Gründen auch immer. Es wird uns nie gezeigt, es wird einfach vorausgesetzt, es wird einfach gesagt, jetzt das ist Bonds neue große Liebe, als hätte man das mit einem riesigen Holzhammer ins Drehbuch reingeschrieben. Aber für mich springt diese Flirterei, die es ja nicht gibt in Spectre, springt niemals über. Springt niemals über. Tatsächlich am Anfang von Keine Zeit zu sterben, in Matera, während die da im Hotel sind am Anfang, bevor Bond zum Friedhof geht, um Vespa zu besuchen, da ist es tatsächlich so, dass man teilweise wirklich denkt, Mensch, die harmonieren ganz gut miteinander. Aber warum nicht in dem Film, wo sie angeblich sich ineinander verliebt haben? Spectre. Habe ich nie verstanden, bis Keine Zeit zu sterben rauskam, warum das eine Frau ist, in die Bond sich verliebt hat. Es wird uns nie gezeigt. Nie fliegen Funken. Und ich finde auch zwischen Daniel Craig und Lea Seydoux stimmt die Chemie überhaupt nicht. Das ist kein schönes Kinopaar. Überhaupt nicht. Gut, wollen wir nicht weiter drüber reden. Das muss jeder für sich wissen. Aber Madeleine Swann ist natürlich definitiv die Frau, die Bond geliebt hat. Ja, in Spectre und vor allen Dingen in Keine Zeit zu sterben, wo es ja wesentlich stärker ausgearbeitet wurde dann. Kommen wir zu Platz Nummer 5. Platz Nummer 5 geht an eine bezaubernde Bond-Lady, in die sogar ich mich verlieben könnte, wenn ich nicht eine Frau hätte. Tatjana Romanova aus Liebesgrüße aus Moskau. Und als Sean Connery und wir Zuschauer sie zum ersten Mal sehen, hat sie nichts weiter am Körper als halterlosen Strümpfen. So Nylonstrümpfe mit schwarzer Spitze. Tatsächlich weiß ich noch, dass diese kurze Szene, in der Connery durchs Fenster guckt, wo so Vorhänge vorhängen und sie huscht halbnackt irgendwie durchs Zimmer und verkriecht sich dann unter die Bettdecke, dass diese Szene in der ersten Fernsehausstrahlung damals rausgeschnitten war. Weil wir können ja in einem James-Bond-Film von 1963 dem Publikum nicht zutrauen, dass wir eine Frau halbnackt von hinten sehen. Gut, nichtsdestotrotz, ja, Sean Connery war meines Erachtens nach seltenst bis gar nicht jemals richtig verliebt oder richtig verknallt oder sogar in Liebe gefallen mit einer Frau in seinen Filmen. Dazu gab man ihm keine Chance, er war immer so der harte Agent, der vor allen Dingen für seinen Auftrag brennt. Und wenn sich dann mal was ergeben hat mit einer Frau oder diese Frau ihm irgendwelche Informationen geben sollte, dann hat er sie schon mal verführt. Aber dass man richtig sagen konnte, Mensch, in die ist er verknallt oder die liebt er, das war eigentlich nie der Fall, bis auf den Fall von Tatjana Romanova, wie ich persönlich finde. Ich finde tatsächlich, dass Sean Connery hier gerade in der ersten Szene, wo er sie zum ersten Mal sieht, und das ist nicht in dem Hotelzimmer, was ich eben sagte, sondern auf einem Foto, was M ihm gibt, dass man da auf seinem Gesicht schon sieht, was für eine Frau, als er sich dieses Foto von Tatjana Romanova schneller Kaffee. So, in M's Büro, ja, sich das Foto ansieht von Tatjana Romanova, dass wir schon einige Sekunden lang sehen, wie geflasht er ist. Er ist regelrecht verzaubert von seinem Blick her. Müsst ihr mal darauf achten, wenn ihr mal wieder den Film schaut, wie verzaubert er ist, wenn er sie dann zum ersten Mal trifft in dem Hotel in Istanbul.
ist das eine hocherotische Szene im gesamten James-Bond-Franchise. Sie liegt da eigentlich nur bekleidet mit diesen schwarzen Strümpfen und so einem schwarzen Bändchen um den Hals herum. Ihre Haare sind zu einer raffinierten Frisur aufgedreht. Daniela Bianchi hier als Tatjana Romanova sieht bezaubernd aus. Sie hat ein tolles Gesicht, sie hat eine tolle Ausstrahlung. Dann setzt Bond sich auf ihr Bett, so an den Rand. Er hat nur ein Handtuch an. Ja, sie ist splitternackt, er hat nur ein Handtuch an irgendwie. Und dann fangen die beiden an, sich ein bisschen zu beflirten mit doppeldeutigen Wortspielereien. Und sie küssen sich. Für mich eine der knisterndsten Szenen im gesamten Bond-Franchise. Hocherotisch, ohne dass irgendwas gezeigt wird, sondern wirklich toll inszeniert, diese Szene in dem Hotelzimmer von Tatjana Romanova. Und das Ganze geht dann noch weiter, wie die beiden immer wieder flirten, auch im Orient Express, wie die beiden wirklich wie ein Pärchen wirken, Sean Connery tatsächlich ein bisschen weicher ist und man an seinem Gesicht einfach sieht, dieses Mädchen hat es mir angetan, ich habe mich richtig in sie verknallt. Und dann natürlich der Zorn auf dem Gesicht von Bond, Sean Connery, als er denkt, Tatjana Romanova hat irgendwas zu tun mit dem Tod an Kerim Bey im Orient Express. Also ganz klasse, wie Bond hier auch Gefühle entwickelt und immer eigentlich hin und her gerissen ist zwischen dem, wie weit kann ich gehen, wie kann ich Tatjana Romanova trauen und gleichzeitig, ich bin in sie verknallt irgendwie. Also das Ganze schwingt wirklich gut mit, ist dezent angedeutet, diese ganze Flirterei, Liebesgeschichte zwischen den beiden. Und wie gesagt, mit der Szene in dem Bett, auf dem Bett, in dem Hotel von Tatjana Romanova hat man für mich eine der erotischsten Szenen, die bis heute fast unübertroffen ist, im James-Bond-Franchise geschaffen. Also die beiden waren auf jeden Fall ineinander verknallt. Jetzt kommen wir zu Platz 4. Und Platz 4 geht an Elektra King Sophie Marceau, gespielt von, ja, Sophie Marceau. In die Welt ist nicht genug. Man ist hier wieder irgendwas im Kaffee heute oder was hat man mir hier reingetan? Wieder irgendwelche Anti-Gedächtnispillen oder so? Also, Elektra King, gespielt von Sophie Marceau in Die Welt ist nicht genug, spielt ja das böse Biest. Allerdings erfahren wir Zuschauer das erst zur Mitte des Films. Und es ist hier allerdings so, dass man von Anfang an sieht, Pierce Brosnans James Bond verknallt sich in sie, ja? Als es darum geht, irgendwie mit ihr zu kooperieren, sie ihn so ein bisschen zu beschützen, irgendwie sitzt er ja in der Datenbank vom MI6 und guckt so durch den Fall, wo sie entführt wurde, guckt sich das nochmal alles an, wie sie dann da so sitzt und weint und völlig heruntergekommen ist und dann seine Hand so kurz über diesen Monitor geht. Wir sehen sein Gesicht, ja, Pierce Brosnans Gesicht, wir sehen tatsächlich Gefühle auf diesem Gesicht. Und als er dann mit Elektra zusammenkommt, ist es einfach um ihn geschehen. Man merkt es, er verliebt sich in sie, ja, es wird so diese Art Beschützerinstinkt bei ihm auch geweckt, als die dann diese Skiverfolgungsjagd hinter sich haben und diese Lawine kommt und beide werden dann eingeschlossen in dieser Kugel, ja, ein Gimmick von Q, sprich seine Jacke, und sie gerät regelrecht in Panik, Klaustrophobie und er beschützt sie und von da an ist es einfach um ihn geschehen. Es gibt auch ein, zwei nette Bettszenen, die auch sehr erotisch in Szene gesetzt sind zwischen den beiden. Ich finde auch die Chemie zwischen ihr und James Bond wirklich klasse und man merkt einfach zu jeder Zeit, Bond ist in sie verliebt, ohne Wenn und Aber. Und als er dann rausfindet, dass sie die Böse ist, das Biest, ist er umso enttäuschter und am Ende ist er sogar so eiskalt und ballert sie ab. Tatsächlich war auch ich selber damals im Kino, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, wirklich, wirklich, wirklich enttäuscht, dass so ein Charakter wie Elektra King, Sophie Marceau, dann die Böse ist. Die hat wirklich gut harmoniert mit Pierce Brosnan. Die wirken wirklich stimmig als Pärchen. Und dann so jemand wie Denise Richards als Christmas Jones die Hauptbond-Lady sein sollte. Also das hat für mich gar nicht gepasst irgendwie. Das war dann wieder so, also bei Elektra King hatte ich wirklich das Gefühl, Bond ist in sie verknallt und will sie beschützen und findet sie toll und wird dann enttäuscht und so leichte Eifersüchteleien und so, ja. Und bei Christmas Jones war dann wieder nur das Gefühl, das ist wieder nur so ein Betthäschen für ihn. Nicht mehr, ja, also ganz weit davon entfernt, verliebt zu sein. Ich glaube, selten wurde James Bond so enttäuscht wie hier von Elektra King. Er war verknallt und dann stellt sich heraus, dass Elektra King selbst hinter diesem ganzen Plan mitsteckt. Ja, jetzt kommen wir zu Platz 3. Und Platz 3
Hat das Bond-Franchise, was die Liebe und die Verliebtheit von James Bond anbelangt, endlich mal wieder ein wenig aufgefrischt nach der unendlich scheinenden Ehre eines Roger Moore, der tatsächlich nur mit dem Finger schnippen musste und schon lagen die Frauen bei ihm reihenweise im Bett. Der Hauch des Todes, Cara Milovi, gespielt von Mariam Dabo, Timothy Dalton und Mariam Dabo. Was für ein schönes Pärchen. Was für eine wirklich bezaubernde, romanzenhafte Liebesgeschichte in dem Film Der Hauch des Todes. Es passt da wirklich gut rein. Der Hauch des Todes ist tatsächlich so ein Film, der bei mir über die Jahre auch wieder gewachsen ist, wie so viele andere Bond-Filme. Aber dieser hier vor allem auch durch diese kleine Liebesgeschichte, die erzählt wird. Bond und Cara verlieben sich ineinander nach und nach. In der Mitte des Films gibt es dann sowas wie Eifersüchteleien, Vertrauensbrüche und am Ende kommen sie zusammen wieder und vor allen Dingen, was für eine tolle romantische Szene. Ja, in dem Riesenrad in Wien zwischen Bond und Cara Milovi. Ganz toll. Und das ist zum Beispiel für mich so eine typische Beziehung bei Bond, Bond und Cara, wo ich sage, die Chemie stimmt absolut. Wenn die beiden zusammen auf der Bildfläche erscheinen, ja, Timothy Dalton und Mariam Dabo, dann knistert das leicht. Dann kann man das völlig verstehen, dass Bond da sich so ein bisschen verliebt. Das ist einfach für mich der Fall, das merkt man einem Timothy Dalton auch an. Er ist gleichzeitig der harte Agent, der sich in einem Auftrag befindet. Aber zur selben Zeit ist er auch, verliebt er sich in Cara. Und das merkt man einfach. Es liegt ihm etwas an ihr, ja. Und ihr liegt etwas an ihm, irgendwie an ihrer gemeinsamen Beziehung. Nur deswegen ist Bond, dann flippt er ja auch so aus, irgendwie, dass er denkt, er wurde verraten, was er dann ja auch wurde von Cara. Cara macht sich dann allerdings so ihre Gedanken und entschuldigt sich bei ihm, dass sie ihn verraten hat. Also wirklich schön. Eine schön integrierte kleine Liebesgeschichte, bei der ich denke, James Bond war wirklich verliebt. Und jetzt kommen wir zu Platz 2. Auf Platz 2 tummelt sich die Frau, die James Bond angeblich nach neuesten Erkenntnissen und des Reboots geprägt hat, was sein Liebesleben und die Frauen angeht. Vespa Lynd, gespielt von Eva Green in Casino Royale. Und da ist es zum Beispiel so, wenn ich vorhin gesagt habe, Daniel Craig hat überhaupt keine Beziehung und überhaupt kein Knistern mit einer Lea Seydoux, Madeleine Swann. Hier in Casino Royale fliegen ordentlich die Fetzen, was das Knistern angeht zwischen Bond und Vespa Lynd. Ja, Vespa Lynd ist, was Intellektualität angeht, auf derselben Ebene, auf demselben Level wie auch ein James Bond. Absolut. Möchte ich sagen, die beiden lernen sich kennen. Es gibt so kleine verbale Attacken im Zug. Ein wunderbar geschriebener Dialog in dem Film im Übrigen. Und dann auch sämtliche Szenen nachher im Casino selbst, im Casino Royal zwischen Vespa Lynd, die einfach nur bezaubernd aussieht in ihrem Abendkleid. Ja, selbst James Bond kann von Anfang an nicht seinen Blick von ihr lassen. Und Vespa Lynd, die dann einfach auch Zeugin wird von der Gewalt, die Bond in seinem Job anwenden muss und dann völlig paralysiert unter der Dusche hockt. Und das ist auch eine wirklich tolle Szene, wenn Bond sich dann zu Vespa Lynd unter diesen Duschstrahl da irgendwie setzt und die da sitzen und er sie tröstet und in den Arm nimmt und die beiden sind dann wirklich in Liebe irgendwie miteinander. Gerade zum Ende hin dann, wenn das ganze Thema im Casino vorbei ist und die beiden ja, wirklich verliebt sind, ja, und die Fetzen fliegen, die Funken fliegen, ich sag mal, die Fetzen fliegen, ist auch kein Silvester hier, die Funken fliegen zwischen den beiden, man merkt das, die haben eine besondere Chemie miteinander, die haben eine besondere Bindung zueinander, das ist etwas ganz Besonderes für James Bond, ja, wie er ja auch sagt, sie hat seinen Panzer geknackt irgendwie und dann ist es so, dass sie doch ein Spielball der bösen Mächte sind und sich opfert und Bond dann zu einem eiskalten Kerl macht, der eigentlich nie wieder jemandem vertraut, allerdings dann später Madeleine Swann. Doch, also was ich immer nicht ganz verstanden habe, ist bei Casino Royale, damals ist man ja angetreten mit der Prämisse, wir zeigen die Anfänge von James Bond, wie er zu dem Bond wurde, der später wird. Ist ja Quatsch. Weil jeder Bond-Darsteller hat ja einen anderen Bond irgendwie dargestellt, ja. Also Daniel Craig ist für mich, würde nie die Vorstufe zu einem Roger Moore-Bond sein. Wie denn? Die sind ja völlig unterschiedlich, ja. Und Daniel Craig ist leider auch immer so geblieben, wie er war. Ja, also nichts Großartiges. Aber es ist schon schön, in Casino Royale zu sehen, dass das nicht nur spannend ist, ein Spionagespiel, irgendwie ein bisschen Action dabei, sondern auch eine tolle, erotische Liebesgeschichte hier zwischen ihm und Vespa Lynd.
Die Frau, die ja tatsächlich auch nochmal eine Reminiszenz bekommen hat in dem letzten Bond-Film, Keine Zeit zu sterben, was ich sehr, sehr schön finde übrigens. Wirklich klasse, Eva Green, tolle Frau, Vespa Lynn, toller Charakter gewesen, herrlich. Und nur eine kann all das natürlich übertrumpfen auf Platz 1 und das ist selbstverständlich Tracy, gespielt von Diana Rigg. Aus dem 1969er Bond-Film Im Geheimdienst ihrer Majestät, was soll man anderes sagen? Sie war die Frau, die Bond geheiratet hat. Die ganze Ehe hat allerdings nur 2 oder 3 Stunden angehalten. Dann wurde sie erschossen. Aber was hier tatsächlich gezaubert wurde zwischen einem recht unerfahrenen George Lazenby und einer recht erfahrenen Diana Rigg auf der Leinwand ist einfach schön. Die ganze, das erste Drittel des Films irgendwie, wie die beiden sich annähern. Ja, sie wollte am Anfang nichts von ihm wissen, war immer auf Abwehr und hat ihn immer von sich weggedrückt emotional. Er hat um sie gekämpft, er hat sie dann tatsächlich erobert. Die beiden haben sich verliebt ineinander. Dann kommt der große Mittelteil in der Schweiz bei Blofeld und dann taucht auch Tracy im letzten Drittel wieder auf und Bond hält sogar um ihre Hand an und heiratet sie am Ende. Die beiden sind wirklich ein ganz, ganz tolles Pärchen. James Bond und Tracy, ganz klasse. Ich finde auch Diana Rigg sieht wirklich gut aus. Auch nachher bei der Hochzeit, wie toll sie gestylt ist von den Haaren her, was für ein tolles Hochzeitskleid sie trägt. Und das war, glaube ich, die Frau, die Bond am meisten geliebt hat. Und die ihm dann irgendwie gewaltsam entrissen wurde. Und James Bond dann in einem Karlauer Abenteuer 2 Jahre später auftrat mit Sean Connery, wo das kaum noch der Rede wert war. Da war er also wieder Sean Connery, ja. Trotzdem, diese ganzen Szenen mit Tracy und James Bond in dem Film, gerade wenn dann Louis Armstrong singt, We Have All the Time in the World, ja, und die beiden gehen dann irgendwie durch den Park oder sind am Strand oder reiten auf dem Pferd oder gehen spazieren, ist das eine tolle Montage von einigen Szenen zusammen. Dann diese tolle romantische Szene in den verschneiten Schweizer Alpen, wo sie sich in so eine Hütte Zuflucht suchen und Bond ihr dann tatsächlich gemütlich irgendwie im Stroh einen Heiratsantrag macht. Ganz groß, ganz toll. Bonds richtig große Liebe, Tracy. So Leute, und jetzt bin ich gespannt auf eure Kommentare. Was sagt ihr dazu? Fehlt euch hier irgendjemand? Und wenn ja, wer? Warten wir es ab, wie es mit James Bond weitergeht. Vielleicht verliebt er sich ja in einem seiner nächsten Filme in einen Rolf, Heinz oder Herbert. Mal schauen. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Ausgabe meines Formats rein in die Filmsammlung. Seid gespannt. Morgen um 10. Bis dann. Euer Sashi. Ciao.